Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, 11. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich nochmal mein Angebot ankündigen. Und dieses Angebot gilt bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Und es beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahre 2019. Und das für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach indischer Astrologie oder nach westlicher Astrologie oder nach chinesischer Astrologie. Die Buchungen könnt ihr per E-Mail betätigen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesem Bild. In Astrologie gibt es 12 Häuser. Ich benutze dieses Wort nicht, weil ich habe kein Gefühl dazu. Für mich ist das eine Einheit in verschiedenen Bereichen. Ich nenne das eher als Lebensbereichen, aber das schließt die Kreis. Für mich ist das eine Einheit. Und ich unterteile das nicht nach Häuser. Also nicht wundern, dass ich dieses Wort nicht benutze. Ich habe nur die Lebensbereiche betont, wo die Energie fließt. Alles andere ruht sich gerade. Und ich wähle den Zeitpunkt immer, wo die Sonne aufgeht. Weil naturgemäß beginnt dem Tag immer bei Sonnenaufgang. Und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Und solange die Sonne in Tierkreiszeichen Schütze befindet, ist Schütze, ist Helios, der Sonnenwagen, ich könnte sagen, das ist wie ein Lokomotiv, zieht die ganze Zug, die ganze 12 Tierkreiszeichen, also führt. Natürlich ist der Zeitpunkt bei Sonnenaufgang, so ist es unterteilt und mit dieser Energie starten wir den Tag. Und das hat eine Bedeutung, mit welcher Energie, mit welcher kosmischen Energie beginnt den Tag und das bei Sonnenaufgang. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat einen Einfluss auf den ersten Lebensbereich. Und dieser erste Lebensbereich bedeutet, ich bin's. Das ist meine Persönlichkeit. Das bringe ich jetzt im Ausdruck. Und so bin ich wahrgenommen. Es ist nicht nur die Persönlichkeit, sondern wie man das in Ausdruck bringt. Die Kleider, die Frisur, das Aussehen. Und das ist ein wichtiges Thema gerade bei den Schützengeborenen. Auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und auch die Suche nach Wahrheit, so wie die Sonne hier aufsteigt in Osthorizont und lässt sich sichtbar machen. Das möchten die Schützengeborenen auch, den Weg zu beleuchten, etwas sichtbar machen, wahrgenommen zu werden und die Wahrheit erfahren. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann hängt hier unten. Ich könnte das nicht anders auslegen. Wassermann ist eingeschlossen in den zweiten Lebensbereich. Und der zweite Lebensbereich hat ein Einfluss auf die Finanzen. Dieser zweite Lebensbereich ist nicht nur die Finanzen, sondern auch die Werte, Wertschätzung und auch die Selbstwertgefühl.
Und hier ist Wassermann eingeschlossen. Das Geld fließt nicht. Aber weil Mond im Wassermann ist und fühlt sich auch eingeschlossen, es ist schwierig, über die Gefühle zu sprechen, besonders wenn es um die Wertschätzung geht, aber beeinflusst auch die Finanzen. Aber durch Mondenergie geht es nicht nur um Geld, es geht um unsere Gefühle. Und hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion befindet sich im 11. Lebensbereich, öffnet den Tor zum 11. Lebensbereich. Und das sind die Freunde. Die Freundschaften aber bedeutet auch Kontakte zu Menschen, die gleichgesinnt sind. Oder etwas gründen, eine Partei oder ein Verein zum Gründen, da aktiv zu sein. Und hier bei Merkur-Energie handelt es sich um Gesprächen und um Verträgen. Also es ist gut möglich, dass gerade einige Skorpion-Geborenen unterschreiben einen Vertrag, eine Mitgliedschaft, zum Beispiel im Sportverein. Venus ist die Planet der Liebe, befindet sich im selben Lebensbereich, auch in Tierkreiszeichen Skorpion. In diesen Kreisen, in einem Verein oder Freundeskreis ist möglich, gerade die Liebe zu finden. Und jetzt kommen die Kontakte, besonders bei Skorpiongeborenen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist die Mars-Energie. Und das ist der 3. Lebensbereich. Und das ist Medien, Internet, Schulungen, eine kleine Reise, ein Fest, die vertraute Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft. Und da sind die Männer gerade unterwegs, weil das ist männliche Energie, männliche Kraft. Aber bedeutet auch, dass wir in diesem Bereich wie Medien oder im Internet uns gerade die Aufmerksamkeit lenken, da kommt einiges in Bewegung, weil die Mars-Energie setzt etwas in Bewegung. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Hier im 1. Lebensbereich, genau. Jupiter zeigt den göttlichen Gerechtigkeit. Aber weil wir eine Welt leben, wo viel Ungerechtigkeit gibt, Jupiter öffnet unseren Augen an die Ungerechtigkeiten. Und das erleben besonders die Schützengeborenen, weil da kommt die Wahrheit ins Licht. Jupiter zeigt unserem inneren Größe, unserem eigenen Werten bewusst zu sein, mit unserem Größe bewusst zu sein. Wenn wir dieses Bewusstsein haben, und das ist die Weisheit, was Jupiter vermittelt, dann bringt Glück in unserem Leben, wirkt bei den Schützengeborenen und die Schützengeborenen haben einen besonderen Bezug zum Jupiter, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze, herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen. Saturn belehrt uns und Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und belehrt uns, was unsere Finanzen angeht. Aber nicht nur das, sondern die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Saturn im 2. Lebensbereich bei Tierkreiszeichen Steinbock. Besonders die Steinbock-Geborenen haben diese Lernaufgabe. Saturn ist der große Lehrmeister. Uranus ist rückläufig, alte Themen, karmische Themen, Vergangenheit, aber kann auch eine Bremse sein, dass nichts vorangeht und das spüren die Wiedergeborenen in Wohnsituation. Der 4. Lebensbereich hat mit unserem eigenen Zuhause etwas zu tun.
Aber nicht nur das, hier ist die Fundament. Hier fühlen wir uns sicher. Wir brauchen diese Sicherheit, Stabilität, und dieser vierte Lebensbereich verkörpert auch die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Dieses Bewusstsein zu haben, da gehöre ich hin. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Natürlich hat ein Bezug auf unserem eigenen Zuhause. Hier sind Umbrüche und Veränderungen. Neptun hat zwei Seiten. Einmal ist die Träume, Visionen. Bei Künstlern natürlich die Inspiration. Diese bildhafte, wunderschön lässt unsere Träume verwirklichen. Und das ist im Tierkreiszeichen Fischen. Und das fließt. Bei Fischen Energie fließt auch. Und vor allem Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen haben zwei Herrscher. Einmal Jupiter, einmal Neptun. Neptun fühlt sich hier zu Hause. Aber Neptun kann auch ein bisschen vernebelt sein. Fehlt die Klarheit, fehlt die Orientierung. Und Neptun hat auch einen Bezug zum Alkohol und Drogen. Bei einigen Menschen löst hier Probleme aus, hier in Verwandtschaft. Dieser Lebensbereich hat einen Bezug zu Nachbarn, Bekannten und Verwandtschaft. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und wirkt auf den zweiten Lebensbereich, sind Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, und Pluto gibt die Konzentration, und das ist Transformation, Transaktionen. Und wenn jemand auf die Wesentliche konzentriert und beherrscht es mit Saturn-Einfluss, wo auch Lernaufgabe besteht, natürlich bringt Pluto auch Gewinn. Chiron ist ein Kleinplanet und bewegt sich zwischen Saturn und Uranus in unserem Sonnensystem. Sehr große Rolle spielt in der Mythologie, wird von Apollo großgezogen, auch der Lehrmeister für Asklepios, der himmlische Arzt. Chiron gilt als großer Heiler, in Astrologie zeigt, wo weh tut. Entweder Krankheiten, oder bei vielen Menschen ist das die Berufung und zeigt den beruflichen Weg. Dieser Beruf ruft dich, also geh in diesem Weg Heilung. Aber zeigt auch bestimmten Lebenssituationen, was uns kränkt. Und hier brauchen wir Heilung. Und Chiron bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Aber im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder, gerade dieser Übergang bald übergeht in Tierkreiszeichen Widder, das heißt im Orbisbereich, Chiron wirkt bei den Fischengeborenen, aber auch bei den Widdergeborenen, bei diesen Widdergeborenen, die Ende März geboren sind, also bis Ende März geboren sind. Welche Verbindungen sind interessant? Uranus hat einen Einfluss auf den beiden Mondknoten. Und bei den beiden Mondknoten handelt es sich um karmische Themen. Die Vergangenheit, die absteigende Mondknoten bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das wird aktiviert im zweiten Lebensbereich. Und das handelt sich um Werte, Wertschätzung und Finanzen, um Besitz auch. Besonders die Steinbock-Geborenen haben hier karmische Themen. Und das ist die Vergangenheit, was alles so in Erinnerung kommt. Und natürlich auch Lernaufgabe, zum eigenen Werte zu stehen und dieses Selbstwertgefühl gerade in Besitz zu nehmen und auch um die Finanzen kümmern. Die andere Richtung ist die Zukunft, die Suche nach diesem goldenen Weg, dieser Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat. Und diese Suche sind gerade die Krebsgeborenen. Hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten, diese karmischen Knoten, karmischen Themen. Bei den Krebsgeborenen im achten Lebensbereich handelt es sich um Transformationen, einiges loslassen, befreit
in eigenen Weg gehen, das zu bestimmen, wo ist der Platz in mein Leben. Das ist die große Suche bei den Krebsgeborenen. Wo gehöre ich hin? Wo ist meine Aufgabe? Wo ist mein Platz im Leben? Und das war mein heutiger Tageshoroskop nach westlicher Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männlichen Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro.
Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.